Hallo miteinander! So, willkommen zu einer neuen Folge Werkstattleben. Und zwar, ihr seht es, wir sind gerade am Kriegel hinein, wir starten hier, weil er hat ein wunderschönes Projekt auf dem Tisch. Nur das Schönste für mich, oder? Nur. Kannst du vielleicht das Baby schnell auf die Seite? Du, erzähl mal schnell, was hast du da dran gemacht? Ja, das ist ein Kundenprojekt, ein schöner Puch. Der hat den Rahmen gebracht, das Schutzblech. Da haben wir die Schwingen hinein verstärkt, haben wir unsere Platten eingeschweißt, dass das wirklich stabil ist. Dann haben wir oben neue Halterung gemacht für das Schutzblech. Beim Schutzblech haben wir alle Löcher zugemacht, dass alles super schön klein ist. Und da auf der Seite auch, das seht ihr jetzt, vielleicht die es kennen, wunderschön. Da auf der Seite haben wir auch alles beim Tank schön sauber clean gemacht. Vor dem Schutzblech haben wir alles sauber verschweißt, dass du nichts mehr siehst, neu gebohrt. Ja genau, jetzt sind wir da am Zusammenbauen. Wunderschönes Projekt. Da hat er uns die Räder zum Beispiel gebracht, den Motor hat er gebracht. Alle Teile hat er eigentlich gebracht. Die Lackierung kommt natürlich auch wieder von uns, beziehungsweise Autospritzwerk Winterthur. Und der Rest, der Zusammenbau und Feinabstimmung etc. Also ihr seht wieder einmal mehr, wir sind sehr, sehr offen für alles, sehr individuell. Bringt, was ihr habt und wir machen den Rest. Danke, Kriegel. Bitte gern. Das machst du gut. Mach weiter so. Mach weiterhin, gell? Joe? Aha! Der Ciao so. Joe! Ja, schon ein bisschen, ja. Ich habe das Motor komplett revidiert, Lichttuning gemacht, Daily Tuning sogenannt. Schön für den Alltag. Das heisst 45 km/h schön Saft. Ja, so um das herum, ja. Also mal schauen dann, aber das wäre angepeilt. Ja, es sind eben halt nicht mehr so 50 Kilo. Die hat es ja gebaut für 50 Kilo Menschen, oder? Die meisten, die halt Freude haben, sind halt drüber leicht. Ja, sonst noch diverse kleinere Instandstellungen, Getriebe abdichten, revidieren, neue Pneu. Sonst gut. Steht er eigentlich gut an für sein Alter. Ja. Würde ich auch sagen, also sieht wirklich noch super aus, ja. Aus. Also, viel Vergnügen. Bis nachher. So, Söderli und ich zeigen euch, da haben wir einen Dreigangmotor und der ist auch revidiert gewesen, natürlich, aber wir gehen selbstverständlich immer davon aus, dass das nicht der Fall ist. Es hat ja leider sehr, sehr viel Zeugs, wo man im Tutti Ricardo etc. kann kaufen, wo steht komplett restauriert oder alles neu gemacht. Dort kann man in leider mehr als der Hälfte der Fall kann man froh sein, wenn sie Kupplungsscheiben ersetzt haben, dann ist das für viele halt schon eine Motorrevision. Das sieht bei uns natürlich komplett anders aus, nämlich so. Also da ist wirklich alles zerlegt und ich bin gerade bei diesem Motor bin ich jetzt extrem verschrocken. Ich werde euch schnell zwei, drei Sachen ein bisschen zeigen. Kupplungskorb ist Müll. Da gibt es einen neuen. Mofa-Kult. Dann die ganzen Zahnräder. Das ist alles Müll. Die Kurbelwelle ist sowieso Obermüll, die haben sie mit dem Hammer ausgebaut. Also es sind extrem viele und vor allem relativ teure Teile, die hier kaputt sind. Als ich den Motor auseinandergenommen habe, war ich so hässig, dass ich die Hauptwelle, ich habe die leider nicht mehr, weil ich habe die in einem grossen Bogen gerade direkt ins Altmetall geschossen, ins Nachbardorf. Weil die ist wirklich so dermaßen kaputt war. Und das Motorengehäuse, das ist jetzt ein neues, also das Motorengehäuse, das ist auch gerade direkt mit der Hauptwelle in den Container geflogen, weil da ist leider immer wieder der Fall, das ist sehr, sehr dünn, das Ganze. Und das war ausgerissen einmal, weil es irgendetwas verjagt hat im Motor rein. Und dann haben sie es einfach mit ein bisschen Knetmetall oder irgendetwas, einem Kleber, haben sie es angeklebt. Und das kommt bei uns natürlich dann absolut nicht mehr in den Verkehr, weil es ist sehr ein wichtiges Lager und so halbpatzig, das ist einfach Quatsch. Das heisst, ich habe gebraucht komplett neues Gehäuse, Mittelgehäuse, neuen Antriebsstrang mit dem Kupplungskorb, neue Hauptwelle und einfach Oberkatastrophe. Da sieht man es jetzt noch, da ist genau auch so zusammengeleimt worden. Die Gehäuse, das wissen ihr selber, die sind sehr, sehr selten und darum, da hat es jetzt keine Kraft drauf und deshalb habe ich mich jetzt entschieden, um das zu retten und wieder zu brauchen. Das ist alles neu lackiert worden natürlich. Und da Kupplungskorb ist ein sehr gutes Beispiel. Wahrscheinlich sieht man es relativ schlecht, aber man spürt es extrem. Also es hat eine riesen Braue da. Der Korb ist einfach eingelaufen wie Pressluft.
Und das Problem ist dann, wenn der so abgenützt ist, dann haben wir im eingebauten Zustand haben wir da viel zu viel Flankenspiel. Das heisst, wenn wir das eine Zahnrädchen heben und am anderen drehen, können wir viel zu fest wegmachen. Und das gibt einfach unschöne Geräusche, es gibt ein Singen. Und das kommt natürlich einfach nicht in Frage. Also da, ich weiss nicht, wie gut dass man es sieht, die Braue, die wird man erkennen. Sonst wäre eigentlich noch gut gewesen, da sieht man so ganz fein die Stellen, die da ein bisschen gedruckt haben. Das ist gar nicht so tragisch. Da kann man einfach mit den Feilen kann man das wieder schön verputzen. So wie auch innen dran, das ist ganz wichtig. Wie ihr seht, das ist Mitnehmerscheibe. Und da sieht man es sehr, sehr deutlich. Also die ist unheimlich eingelaufen. Das ist gegen das Bondo dazu, das Neue. So sollte es aussehen. Also ist es ein anderer Typ natürlich. Aber das geht natürlich gar nicht. Und das läuft da rein. Und bei jedes Mal beim Kuppeln macht das quasi diese Bewegung. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn man hier an diesen Rändern, wenn man dort tiefe Einkerbungen hat, dann bleibt das hängen. Dann kuppelt es nicht schön und dann, es löst nicht schön, es geht nicht schön zurück. Das ist alles Zeug, das man halt merkt. Und auch der Weg ist natürlich viel zu viel. Das haben wir alles Neues. Wir sehen zwar viel von außen, aber wenn wir es dürfen kaufen, aber natürlich im Motorrad sehen wir auch nicht. Das ist jedes Mal eine riesige Überraschung. Ich konnte es schon ein bisschen erahnen, wenn ich das anschaue. Das ist natürlich irgendwie mit Spraydosen drüber lackiert worden und all die Bücke da, das ist einfach Korrosion darunter, oder? Wir haben leider die Erfahrung gemacht, wenn du irgendwo einer der zwei Bastel siehst, dann führt sich das aus ganzen Projekt durch, oder? Und jetzt möchte ich euch schon zeigen, dass da noch etwas geht. Wir sind recht Fan von diesen VEC-Spulen bei gebläsekühlten Motoren, weil die haben kleinere Temperaturen. Also gerade so E50 und das ganze Zeug empfehlen wir es nicht. Wir montieren das dort nie. Einfach, wenn die zu heiß werden, das verträgt es nicht. Dann läuft es. Und ich möchte euch ganz kurz noch zeigen, da kann man ja das ganze Zeug kann man da ausbauen. Das heisst, Kondenser, Unterbrecher, das braucht alles nicht mehr. Also es kann weg. Das Einzige, was ja dann noch bleibt, ist die Lichtspule. Und der Wechsel ist wirklich nichts tragisch, nichts Schwieriges. Und das kann ich jetzt euch gerade mal schnell demonstrieren. Da. Das gibt nämlich noch ein, zwei kleine Tricks, die man hier anwenden kann, die wir in unserer sinnlosen Erfahrung gemerkt haben, natürlich, dass das sonst ein bisschen schwierig ist, wenn das Polarrad an der Zündspule ansteht zum Beispiel. Die Zündung ist ja wohl auch neu gemacht worden, aber ihr seht, da ist nichts drauf. Also das ist so eine No-Name-Zündspule, wie auch der Kondenser ist nicht gemarkt und der Unterbrecher auch nicht. Oder? Also das ist alles natürlich, das ist die günstigste Ausführung, die ihr rüberkommt. Ich sage nur mäßig lässig, wir empfehlen es gar nicht. Also wir verbauen, wenn dann, verbauen wir Postugatti-Zündspulen. Das ist eigentlich das Maß aller Dinge. Oder halt eben die VEC. Ihr seht jetzt, das ist alles draussen. Ich meine, das sagt schon alles. Ich konnte jetzt den Kondenser einfach rausziehen. Das habe ich jetzt auch nicht erwartet, aber das ist natürlich Quatsch, oder? Dann habt ihr da die VEC. Das ist wirklich ganz eine kurze Sache. Das Kabel abhauen, das Steckerli. Dann abisolieren. Und jetzt kann man da einfach schnell ein bisschen Lot angeben. Man muss nicht, aber man kann. Nehmen wir hier die tollen Lötverbinder. Dann kann das hier zusammen. Und jetzt einfach mit dem Führzeug erwärmen. Wo haben wir es? Natürlich mit unserem schönen Führzeug. Ist natürlich, muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil Sturmflamme ist natürlich ein bisschen wärmer. Also ein bisschen vorsichtig das Ganze. Das Ziel ist einfach nur, bis sie in der Mitte schmilzt. Geht mit dem natürlich relativ relativ schnell, aber es ist auch Gefahr, dass man den Plastik verbrennt. Jetzt hat er gezogen und dann auch gleich aufhören. Abkühlen. Wichtig, nicht dran ziehen, wenn es noch heiß ist. Genau. Und das wäre es eigentlich auch schon gewesen. Und jetzt haben wir hier natürlich noch einen kleinen Trick, weil ich zeige euch das mal schnell. Das ist jetzt sogar eine Nachbauplatte, sehe ich erst jetzt, oder? Also, das ist auch keine Originale. Wenn man das einfach so montiert bei den Originalen, dann hat das da kein Spiel, dann kann man es nicht einstellen. Das Ziel ist ja 3 Zehntel Abstand, jeweils von der Polschüte zum Polrad.
Und dann haben wir einfach einen kleinen Trick herausgefunden. Und zwar die zwei Befestigungslöcher, Befestigungsgewinde einfach auf ansenken. So. Weil das Problem sind da bei der VEC, haben sie da unten die Füße von diesen Büchsen, wo das ganze Paket zusammengepresst ist. Und die haben dann da innen kein Spiel. Und jetzt merkt man, wenn man es da ein bisschen anschraubt, jetzt kann man das wunderbar dort innen dann auch ein bisschen bewegen. Teilweise hat man Mühe, wenn man das nicht ansenkt, dass dann eben genau die Polschuhe am Polrad anstehen oder viel, viel zu wenig Abstand haben. Also achtet da wirklich drauf auf die 3 Zehntel. Das ist wirklich etwas Wichtiges. Und jetzt seht ihr da ganz leicht den Weg. Und den braucht es einfach. Und das ist gut. Jetzt kann man das einmal mit dem Zimmer ganz hindern. Leicht anziehen, einbauen und dann mit dem Polrad schauen. Das Ganze nachher schön abstimmen mit einer Blattlehre. Die 3 Zehntel einstellen und dann ist das eine wunderbare Sache. Genau, was? Ein Teil hat es noch überlebt, aber ich glaube nur, weil der Kolben noch dran ist. Die Kurbelwelle, ich meine, jetzt müsst ihr euch das mal geben. Ich meine, das geht gar nicht, oder? Also da ist da mit der, ich weiß gar nicht, wie man an die Stelle ankommt, um mit dem Hammer draufzuschlagen. Also, das ist jenseits. Ich meine, das sind Dichtflächen. Nachher da hinten und da haben wir noch Dichtflächen für die Zimmerring. Also Lagerfläche nie mit dem Hammer bearbeiten. Dichtflächen, die Zimmerringe drauflaufen, das ist nie mehr dicht. Nie mehr, wenn ihr da die Hicke anschaut. Und da ist so eine ganz, ganz hochdünne Dichtlippe drauf. Also das zieht euch Falschluft und Öl und alles. Also das ist leider absoluter Müll. Früher hat man gesagt, es sieht aus, wenn es eine Kuh in der Schnur gehört. Und das ist jetzt da wirklich gut. Also vielleicht hat sich der so aufgeregt und hat auf dem Ding rumgebissen. Ich weiß nicht, wie man das anbringt. Alles einmal neu und dann gibt es nachher wirklich eine vernünftige Sache. Da, eine vernünftige Sache. Das gibt wirklich vernünftige Sachen. So, in dem Sinne wünsche ich euch eine gute Zeit. Wenn ihr etwas wissen wollt oder speziell ein Töffchen zeigen wollt, tun wir nach Möglichkeit natürlich, tun wir euch das gerne vorstellen. Und braucht den Hammer lieber einmal weniger als mehr. Und bringt es gerne vorbei, wenn ihr nicht mehr weiterkommt. Genau für das sind wir da. Also, macht's gut, danke, ciao.